Okay, unten haben wir nur Schwefel und Kohle. Also hier wäre für Schießpulver. Aber, das bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter. Ich will einfach nur zum Spaß mal gucken, was hier ist. Schießpulver. Ich glaube, ganz ehrlich, dass wir ein... Schießpulver, warte mal. Können wir Schwarzpulver herstellen? Nee, wir können Katapulte herstellen, ne? Schwarzpulver wäre auch für die Asiaten eigentlich. Also nein. Und ich würde auch keine Katapulte herstellen. Ich glaube, die kommen hier noch nicht mal rüber. Und ich habe auch keinen Bock, diese Action dann zu machen. Nee, ach Quatsch. Wir machen es schön auf die altmodische Art und Weise. Nein, wieso denn? Warum denn? Wieso denn? Nein, nicht. Haben die da jetzt auch etwa... Oh, hoffentlich nicht. Also mit Lagern macht mich manchmal echt fertig, ne? Also wenn du da nicht die ganze Zeit dran bist, um zu gucken, dass auch alles so eingeordnet wird, wie man es möchte, dann... Ey, wir sind schon bei 64% Kampfkraft. Das ist gar nicht so schlecht. Gold läuft jetzt auch so langsam. Wunderbar. Und wenn das alles funktioniert... Dann können wir auch bald... mal die Schweinefarmatur anfangen. Die Schweinefarmierung. Ja, hier oben... Hier regt sich jetzt auch noch nicht gerade so viel. Der große Tempel ist immer noch nicht fertig. Was habt ihr denn mit diesen Lieferzeiten von Steinen? Ey, wir haben so viele Steine. Ihr schleppt die anscheinend von sonst wo heran. Ich würde jetzt schon mal ein bisschen was vorbereiten für die Schweinefarm. Dafür brauche ich aber noch ein Wasserwerk eigentlich. Und das ungern auch noch über das da laufen lassen. Jetzt habe ich aber so das dumpfe Gefühl, dass ich hier nirgends irgendwie an Wasser rankomme. Das macht wenig Sinn. Hier oben ist nichts. Hier ist nur der und hier ist der. Okay. Ich will aber eigentlich nicht, dass das hier drüben ist. Aber ich fürchte, mir bleibt gerade nicht viel anderes übrig. Oder? Ich muss jetzt im Prinzip aus dem Fluss hier das rausnehmen. Huch, hey, was ist hier los? Kollege. Mal gut, dass ich hier unten nichts hingebaut habe. Alter, schau ihn dir an. Wie er uns hier auf den Pelz rücken will. Ich brauche noch eine Axt. Boah, Leute, ey, ganz ehrlich. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig da oben. Da hinten, da vorne, da draußen. Jetzt ist er fertig geworden. Super. So, noch ein bisschen Land einzunehmen. Hier oben höchstens. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja gut, aber wir haben ja echt mehr als genug Getreide. Ich würde das jetzt wirklich mal... insofern angehen, dass wir sagen, hier und da... Warte mal, wo kriegen wir denn Schlachtereien hin? Wir machen es so. Machen wir mal hier eine Schlachterei. Komm, was soll's. Was soll der Geiz?
Schön, wie hier so der Wein auf dem Feld mitten im Weg wächst. Das sieht doch alles sehr, sehr erquickend aus. Oh, hier hat er auch schon. Alter. Okay, die trappeln jetzt alles nieder. Super. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Er braucht noch eine Axt, habe ich gehört. Wir brauchen noch ein paar Hämmer. Und noch zwei Äxte und eine Sense, sicherheitshalber mit dazu machen. Okay. Oh, da siehst du, dann haben wir ja hier noch genug Platz. Können wir noch im Prinzip gleich den nächsten daneben stellen. Es tut mir leid für die Getreidefarmer, die jetzt hier so einen übelsten Menschenauflauf direkt neben der Bude haben, aber geht jetzt gerade mal nicht anders. Haben sie jetzt einfach mal Bash gehabt. So, was bringen mir die Diebe? Eigentlich gar nicht so viel, glaube ich, weil wir hier nicht einfach so rüberkommen. Ah, jetzt kommt er hier schon mit seinen Hauptmännern angestratzt. Ich verstehe. Ich verstehe, in welche Richtung das führt. Schön, wie sich gleich einer von den Trägern dazu erbarmt hat, hier auch Heiler zu sein. Das ist alles... Das funktioniert hier mehr so auf Hobbybasis, weißt du? Der sieht dann, Mensch, ach... Die bauen gerade zusammen so ein Lazarett fertig und am Ende sagen sie so... Und, wer macht das jetzt hier? Wer hat die Ahnung? So, ja, alle stehen so ein bisschen im Kreis, gucken sich an, schauen sie mit den Füßen im Boden und dann... Ja... Und dann so... Ey, Paulus, du hast doch früher mal an Tierkadavern rumgespielt. Du kennst dich doch aus mit sowas. Ja, aber es ist doch wieder was anderes, ne, als Menschen und so. Ja, komm, jetzt mach mal einfach. Ja, okay, komm, was soll's. Wenn sonst keiner macht, ne? Dann bin ich jetzt einfach hier halt der Heiler. Kein Problem. Leute. Muss man mal so ein Zwei-Phasen-Programm ablaufen lassen, um die hier irgendwie ansatzweise aufzuhalten. So sieht's nämlich aus. Schön in die Zange genommen. Warte mal. Ich fand auch früher schon, die asiatischen Schwertkämpfer waren so die übelsten Badasses überhaupt von allen Soldaten, die es hier im Spiel gibt. Sie rennen einfach in den Kampf ohne Schild. Ohne irgendeine Art der vernünftigen Verteidigung. Gut, sie haben halbwegs eine Rüstung an, aber ohne Schild. Römer, riesiges Turmschild. Ägypter, riesiges Rundschild. Und später auch die Hauptmänner von den Ägyptern, auch ein Turmschild. Die Asiaten, scheiß drauf, wir brauchen nur ein Schwert. Gib mir ein Schwert, den Rest macht mein Chi und mein Kung Fu. So. Keine Ahnung. Ist eine ganz interessante Sache, finde ich. Irgendwie kommen wir hier oben nicht so weit. Ich wollte hier oben gerne Getreidefarm hinstellen, aber das... Ich mach den jetzt hier so halb gedrungen darauf. Und lass den vielleicht ein bisschen weiter so anbauen. Dann haben wir hier ein bisschen Platz. Ja, der Rest wird schon irgendwie... Jetzt haben wir auch Brote da. Jetzt wird das alles ein bisschen effizienter. Und dementsprechend würde ich auch mal sagen, legen wir los. Legen wir weiter los. Ach fuck, ich kann hier nichts mehr hinbauen. Ich hatte gehofft, ich könnte hier noch. Mal andersrum angefangen. Wo kann ich noch Waffe schmieden? Wenn ich hier einen hinstelle, kann ich doch hier noch einen hinmachen, oder? Genau. So. Und parallel dazu würde ich gerne eigentlich. Oh, das ist jetzt zwar schon echt ein bisschen weit weg. Aber ich glaube. Da bleibt uns jetzt auch nichts anderes übrig. Müssen wir so machen. Da bleibt uns jetzt gar nichts anderes übrig. Göttliche Aufwertung 95. Na komm, für Bogenschützen. Na? Da. Da. Ich denke, sie kommen von da. Und dann erwischen wir sie danach. Was ist denn hier los? Oh nein, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Weil ich noch... Jetzt kriege ich hier keine Axt fertig. Ich müsste theoretisch noch eine Fischerhütte bauen. Was haben wir denn hier unten? Oh, Kohle und Eisen. Das bringt sie jetzt auch nicht, oder?
Das bringt es ja nun ganz entschieden auch nicht. Pass mal auf, ich stelle jetzt einfach auf gut Glück hier noch irgendwo eine Fischerhütte hin. Hier zum Beispiel. Der soll dann meinetwegen hier fischen. Was ja quasi auch sein Job wäre. Wichtig ist bloß, dass wir den Slot hier vorm Werkzeugschmied loskriegen. Ich könnte auch sagen, dass wir zusätzlich jetzt noch Hämmer und Schaufeln einlagern können, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich hoffe, er macht eine Axt als nächstes. Der zieht sich hier. Ja, um das mit der göttlichen Aufwertung mal noch ein bisschen zu beschleunigen, würde ich fast einfach noch einen großen Tempel bauen, oder? Was soll's? Wir können es uns ja leisten. Komm einfach hier hin. Dass hier auch noch an Steinen rumliegt, ey. Vielleicht sollten wir hier mal einen Steinmetz hinmachen. Ja. Ganz einfach. Still und heimlich. Ja, dann werden wir nochmal ein zweites Mal speichern. Wunderbar. Leute, wie sieht's aus mit Gold und so? Einlagern irgendwie? So? Hm? Hm? Freunde? Hm? Das Gefühl, wir haben nicht genug Träger für das, was wir hier an Aufgabe haben. Warum tragt ihr nicht? Wie sie alle langlaufen in der Reihe. Die Melodie habe ich ziemlich häufig im Kopf, wenn ich die Mannequins hier durch die Gegend rennen sehe. Ich würde mal interessieren, wie es da drüben aussieht. Einfach nur mal so. Aus Neugier, würde ich sagen. Ah, hier hat hier die Pioniere hingestellt. Genau. Genau. Dann haben wir hier die Waffenlager. Ich fände es auch ganz schön, wenn angezeigt würde, wie viel hier von was immer drin ist. Das musst du immer bei Siedler 3 musst du immer nachzählen. Okay. Ja, noch eine Sense, ich weiß. Ist ja alles in der Mache. Ganz ruhig, immer schön langsam. Wir kriegen das schon hin. Wir haben eine ganze Menge Wein, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde fast sagen, da können wir auch einfach mal noch so einen kleinen Tempel mit dazwischen kleben. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir den jetzt hinmachen sollen, aber... Ach, weil es sich so gut macht, hier oben einfach, da wo es dunkelrot ist. Einfach damit die Leute was zu tun haben. Wir müssen auch Arbeitsplätze schaffen. Axt. Ja. Angegriffen. Okay. So. Kohle hier, Kohle da, Kohle dort. Hier oben. Hatte ich noch irgendwo eine Eisenmine hier oben hingestellt? Nee, ne? Doch, da. Die können wir eigentlich auch anmachen. Alter, hier stapelt sich das Brot schon. Und wir brauchen Träger. Warum bringt ihr den Kram nicht dahin, wo er hin soll? Oder muss ich doch so machen? Aber dann... Ach, zählt das dem vor, was im Lager selber eingestellt ist. Scheiße. Ja, jetzt nehmen sie es auch. Okay, verstehe. Ach, verdammt. Okay, mein Fehler. Hab ich nicht richtig gecheckt. Hab ich ein bisschen vercheckt. Mein Fehler.
Fäden. Er sucht hier ganz einsam auf halbwegs verlorenen Posten seine Rohstoffe. Gut, dann haben wir da auch 63%. Das geht ja relativ zügig eigentlich. Ist doch alles gut. Haben wir irgendwo noch... Ach, da! Ich würde fragen, ob wir noch irgendwo einen Geologen haben. Einen verlorenen, kleinen. Jetzt geht's ja ab hier. Brauchen wir, glaube ich, einiges an Kohleminen noch. Oh ja. Das ist schon... Wir sind geplündert hier unten. Gut, aber läuft und läuft und läuft. Sind wir dieses dort und jenes da? Okay, okay, okay. Oh, mal hier. Ist das eine gute Idee? Ja, eigentlich schon, oder? Was soll's? Hat er die Arbeit eingestellt? Nee. Ah, ich habe sie ein bisschen weiter nach unten verlegt, deswegen. Na, das ist ganz gut. Aber das darf ruhig sein. Das kommt mir ganz gelegen. Und wenn schon, denn schon, oder? Guck mal so. Wenn schon, denn schon. Ah, sehr gut. Haben wir jetzt genug Äxte? Und einen möglichen Kram? Weiß nicht. Wir machen mal lieber nochmal eine Axt. Eine Axt. Let's do an Axt. So, damit ist die Fleischproduktion noch angelaufen und alles ist wunderbar. Nun ist das Wohnhaus fertig, dann ist es direkt Zeit fürs nächste. Hier oben macht keinen großen Sinn, oder? Naja, was soll's. Müssen ein bisschen planieren, aber hey. Haben sie ja beim kleinen Tempel gerade schon ein bisschen geübt. Kampfkraft 68. Also so an die 80 hätte ich schon ganz gerne, wenn wir angreifen. Oh, Alter. Alter. Guck dir das an. Ich meine... Wir könnten natürlich auch per Schiff übersetzen. Damit können wir gezielt irgendwo zuschlagen.